bin ein bisschen müde. Ich glaube, das liegt am Hörsaal, weil ich sonst immer morgens früh im Hörsaal sitze. Und dann denke ich, ich bin im Hörsaal, oh Gott, ist es 8 Uhr morgens und dann werde ich müde. Aber ich möchte jetzt auch einen Text vortragen über mein Studium. Es passt ja thematisch sehr gut. Seit sich die Zahl der Teilnehmenden an den Vorlesungen bei uns im ersten Semester von 600 auf 30 reduzierte, sind nur noch die über, die morgens um 5 Uhr aufstehen, um noch vor der Uni das Skript der letzten Vorlesung nachzuarbeiten, um dann in der 8 Uhr Vorlesung mitzukommen, um nach der Vorlesung die Übungsaufgaben lösen zu können, um dann irgendwie die Klausurzulassung zu bekommen, um dann am Ende des Semesters die Klausur überhaupt mitschreiben zu dürfen. Im Mathestudium gilt, egal wie schlau du bist, wenn du faul bist, hast du verloren. Wenn man jetzt wie ich nur so mittelschlau ist, dann gilt außerdem, wenn du krank bist, hast du verloren. Wenn du Schlaf brauchst, hast du verloren. Wenn du Freunde hast, hast du verloren. Wenn du regelmäßig duschen willst, hast du verloren. Und ich kann jetzt mit Recht sagen, ich bin eine Expertin im Verlieren. Und das Problem ist jetzt auch gar nicht, dass ich Klausuren nicht theoretisch bestehen könnte. Es ist nur so, dass meine Gedanken manchmal ein bisschen abschweifen. Wenn du jetzt durchfällst, hast du keine Ferien. Wenn du keine Ferien hast, bist du gestresst. Wenn du gestresst bist, bist du jeden Tag am Weinen. Und wenn du jeden Tag weinst, weichen deine Tränen die Tinte auf dem Papier auf. Und wenn du dann nichts mehr lesen kannst, dann kannst du nicht lernen. Wenn du nicht lernst, fällst du wieder durch. Wenn du durchfällst, bist du nicht mehr in der Regelstudienzeit. Wenn du nicht in der Regelstudienzeit bist, bekommst du kein BAföG und dann musst du dir einen Job suchen. Aber du hast ja nur einen Bachelor und kannst überhaupt gar nichts. Und dann nimmt man dir deine Wohnung weg, weil du wohnst im Studentenwohnheim und da dürfen nur Studenten wohnen. Und dann sitzt du auf der Straße. Aber du hast seit dem Studium nur 10 Kilo zugenommen. Du könntest dich für Geld ausziehen. Irgendjemand finde das bestimmt gut. Es gibt ja immer einen Weg und fürs Nacktsein muss man nicht mal denken. Das klingt ja eigentlich erstmal ganz entspannt. Aber dann ist das, glaube ich, keine durchdachte Zukunftsplanung. Und wohin dann mit den ganzen Möbeln, wenn ich mich nur auf der Straße rumtreibe? Brauche ich noch Möbel, wenn ich nicht mehr lerne? Was braucht man denn dann noch? Einen Schreibtisch auf jeden Fall nicht. Und dann kommt da so eine Aufgabe. Sagen, wie viele Zahlen überbleiben, wenn ich alle Brüche betrachte und alle die identifiziere, die eine ganze Zahl sind. Was denn das für eine Aufgabe? Unendlich viele Brüche gibt es. Da mache ich ein paar gleich, sind das halt immer noch voll viele. Wieso fragt man denn sowas? Und dann frage ich mich, wo der Haken ist. Oh Mann, bald sitze ich auf der Straße und muss mich ausziehen. Jetzt denk doch mal nach, wo der Haken ist. Und dann habe ich nur mal noch 2 Minuten Zeit und ich weiß es nicht. Und ich schreibe, die Antwort ist N. Und N sei eine beliebige Zahl. Ich bin mir sehr sicher, dass eine Zahl rauskommt, wenn ich eine Zahl angeben soll. Ich finde, das ist keine falsche Antwort. Aber was soll ich sagen? Ich bin durchgefallen. Aber warum? Weil ich ständig so unter Druck gesetzt werde. Hätte mich mein Professor eingeladen, zusammen in die Sauna zu gehen. Und dann wäre einfach nur so mal die Frage aufgekommen, dann hätte ich bestanden. Aber wenn ich in diesem Hörsaal sitze und das Gefühl habe, meine Existenz hängt davon ab, was ich für ein Zeichen hinter das Gleich schreibe, dann wird das einfach nicht gut. Wenn du Eltern hast, die dich unterstützen können, kannst du viel besser länger studieren. Und es kann aber ja manchmal so sinnvoll sein, etwas zu bummeln, anstatt auf die Schnelle was in seinen Kopf zu pressen. Man braucht Zeit, um Dinge zu verinnerlichen. Man braucht Momente der Ruhe, um nach dem Studium nicht psychisch kaputt zu sein. Niemand hat was davon, wenn alle in 3 Jahren Regelstudienzeit ihren Bachelor haben, aber die Stadt danach aussieht wie bei The Walking Dead. Weil alle seit 3 Jahren nicht geschlafen, sondern nur geweint haben. Und am Ende muss ich die Hälfte des BAföGs zurückzahlen. Ich zahle gern zurück, nicht so gern, aber von mir aus. Aber gebt den Leuten doch ein Jahr mehr. Ein Jahr mehr, um einen Absolventen zu bekommen, der Ahnung hat und nicht direkt wieder alles vergisst, weil er es nicht richtig begriff. Ein Jahr mehr für mehr Leute ohne Depression. Ein Jahr
Einfach aus Liebe. Wieso ist denn überall so wenig Liebe? Die Welt könnte so viel besser sein. Die, die das Studium dennoch in Regelstudienzeit durchziehen, können ja Lolli kriegen. Und vielleicht, ja, das ist ein Klatscher. Und vielleicht haben einige von euch ja auch ein stressiges Studienfach und sind manchmal frustriert. Aber ich möchte trotzdem sagen, ich habe erst meinen Bachelor noch in Regelstudienzeit gemacht. Und wieso? Einfach aus Liebe. Ich liebe neue Dinge herausfinden, ich liebe die Neugier, die ich jeden Tag habe. Und auch wenn so viel verkehrt ist und alles so stressig, dann baller ich das kaputt mit meiner Liebe. Dankeschön.